Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt kommen wir heute zur Psychopharmakologie 2. Die Psychopharmakologie war ja eigentlich im Sommersemester zerlegt in zwei große Vorlesungen. Pharmakologie 1 und 2. Die Pharmakologie 1 hatte ich in sechs Einzelmodule zerlegt, um das leichter verdaubar zu machen. Dadurch ist es länger, aber auch ausführlicher geworden. Die Psychopharmakologie 2 befasst sich vor allen Dingen mit den Antipsychotika. Dann werde ich auch noch die Stimmungsstabilisierer präsentieren. Und auch die habe ich jetzt wieder in einzelne Module zerlegt. Und heute geht es also jetzt in den nächsten 20 bis 30 Minuten um Wirkmechanismen, ganz basale Wirkmechanismen von Antipsychotika. Worauf geht das alles zurück? Zunächst mal wieder auf eine klinische Beobachtung. Also das, was wir heute über Antipsychotika wissen und wie diese Substanzen wirken, im Gehirn unserer Patienten, geht eigentlich auf klinische Beobachtung zurück und auf die klinische Beobachtung dieser beiden französischen Psychiater. Jean Dilly und Pierre Deniker haben beide, also er war der Chef, und Deniker war der Assistent. Dilly hat 1946 nach dem Krieg hat er den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Salpêtrière in Paris übernommen. Deniker war sein Assistent und die beiden haben 1952 die klinische Beobachtung gemacht, dass Chlorpromazin, diese Substanz Chlorpromazin, das erste Antipsychotikum, dass diese Substanz nicht nur Patienten dämpft, Patienten mit Schizophrenien, sondern auch ihnen ihren Wahn und ihre Halluzinationen nimmt. Und also das war wieder eine zufällige klinische Beobachtung und dann hat man sich erst, also das war keine logische Entwicklung, sondern man hat sich erst dann gefragt, warum wirken, wie wirken diese Substanzen, wie kommt es dazu? Und daraus hat man dann Hypothesen zur Krankheitsentstehung, zur Neurobiologie von Schizophrenien abgeleitet. Also auch hier war, wie bei den Antidepressiva, war die Entwicklung nicht so, wir überlegen uns jetzt, liegt diesen Erkrankungen zugrunde. Und daraus entwickeln wir Substanzen, Medikamente, sondern es war eine klinische Beobachtung und daraus hat man Überlegungen angestellt, wie wirken diese Medikamente, was machen die eigentlich und warum wirken die? Daraus hat man dann Überlegungen zur Neurobiologie angestellt. Also hier war es genauso. Und diesen beiden Herren gebührt ein besonderes Verdienst dafür. Wenn man also wissen will, wie diese Substanzen wirken, muss man sich zunächst klar machen, welche dopaminergen Bahnsysteme es im Gehirn des Menschen gibt. Das ist wieder aus den Cartoons von Steven Stahl, hier aus dem Buch von 2000, aber es gibt es inzwischen in vielen neuen Auflagen neuer, aber dieses hier ist immer noch gültig. Also diese Bahn hier von der Substantia nigra im Mittelhirn projiziert in die Basalganglien, das ist das nigrostriatale System. Dieses nigrostriatale System kennen Sie alle aus der Neurologie. Das sind die Neurone, die betroffen sind beim Morbus Parkinson. Wenn also 70 bis 80% dieser Neurone hier untergegangen sind, dann kommt es zur Entwicklung eines Morbus Parkinson. Nigrostriatales System. Den Psychiater interessieren jetzt weniger jetzt diese nigrostriatalen Projektionen, den interessieren mehr die anderen. Und die entspringen eben hier aus dem Tegmentum oder der ventralen Mittelhirnhaube oder VTA, ventrales tegmentales Areal. Das hier ist das sogenannte mesolimbische dopaminerge Neuron. Das projiziert eben aus der VTA in den Nucleus accumbens und andere limbische Hirnregionen. Und das dritte ist das mesokortikale dopaminerge Neuron. Das entspringt auch aus dem Tegmentum. Also diese beiden dopaminergen Neurone sind für den Psychiater besonders wichtig. Dieses zweite hier, das mesokortikale dopaminerge Neuron, das projiziert in den präfrontalen Kortex. Und dann haben wir noch eine vierte Bahn, die kennen Sie eigentlich eher aus der Endokrinologie. Das sind dopaminerge Neurone, die im Hypothalamus entspringen und dann in die Eminentia mediana des Hypothalamus dorthin projizieren. Dort wird Dopamin ausgeschüttet in das Portalvenensystem der Hypophyse und
am Hypophysenvorderlappen haben wir eben Zellen, die unter anderem Prolaktin projizieren. Dort entfaltet Dopamin eine hemmende Wirkung, sodass wir hier also vom tuberoinfundibulären System sprechen. Und das spielt, wenn wir Antipsychotika geben, natürlich vor allen Dingen eine große Rolle bei den Nebenwirkungen. So, also das sind die wesentlichen Systeme, das tuberoinfundibuläre System vom Hypothalamus zur Hypophyse. Hier spielen sich die endokrinen Nebenwirkungen ab. Klar, wenn Dopamin, das hier in den Hypophysenvorderlappen ausgeschüttet wird, eine hemmende Wirkung auf Prolaktin entfaltet und ich blocke diese Dopaminrezeptoren hier in der Hypophyse, dann kommt es zu einer Hyperprolaktinämie. Dieses hier ist das, was den Neurologen interessiert. Und dann haben wir das, eben die mesolimbischen oder mesokortikalen dopaminergen Neurone, die projizieren von der VTA in das limbische System bzw. in den Cortex. Und hier vor allen Dingen spielen sich die Wirkungen ab, mit denen wir antipsychotische Wirkungen assoziieren. Schematisch dargestellt nochmal. Also dieses hier ist die VTA, die ventrale Mittelhirnhaube. Das ist das mesokortikale dopaminerge Neuron. Das ist das mesolimbische dopaminerge Neuron. Das mesolimbische dopaminerge Neuron projiziert, wie wir gesehen haben, in limbische Hirnregionen. VST steht hier für ventrales Striatum. Also zum Beispiel Nucleus Accumbens. Und dieses hier, das mesokortikale dopaminerge Neuron, projiziert in den präfrontalen Cortex. So, und was hier eben jetzt noch eingezeichnet ist, ist das glutamaterge System. Das sind glutamaterge Neurone, die projizieren eben nach subkortikal. Diese glutamaterge Neurone, das sind große Pyramidenzellen, die im Cortex liegen. Und diese glutamatergen Pyramidenzellen projizieren also nach subkortikal, unter anderem eben in die VTA zurück. Glutamat ist ein exzitatorischer Neurotransmitter. Das ist die Situation im gesunden Hirn, also des gesunden Probanden. Wenn also dieses glutamaterge Neuron aktiv ist, dann wird dieses mesokortikale dopaminerge Neuron zum Feuern angeregt. Ja, hier steht Plus, weil Glutamat ein exzitatorischer Neurotransmitter ist. Und dann bekommen wir hier eine Dopaminfreisetzung. Hier ist ein GABAerges Interneuron dazwischen geschaltet. Wenn jetzt dieses glutamaterge Neuron feuert, wird dieses GABAerge Interneuron erregt und wir bekommen hier eine GABA-Freisetzung. Und GABA hemmt dann dieses mesolimbische dopaminerge Neuron. Und wir bekommen hier eine Reduktion der Dopaminfreisetzung im mesolimbischen System. Also ganz gegenläufige Effekte, dadurch, dass wir hier ein GABAerges Interneuron dazwischen geschaltet haben. So, und jetzt wissen wir aus vielerlei präklinischen Untersuchungen, aus Bildgebungsuntersuchungen, aber auch aus Tiermodellen, aber eben auch aus Postmortem-Untersuchungen, dass zumindest haben wir die Hypothese, es gibt vielerlei Befunde seit eigentlich mehr als 20 Jahren, dass die glutamaterge Funktion gestört ist beim Patienten. Hier steht Situation im gesunden Hirn, das stimmt nicht. Also das ist die Situation im Hirn des Patienten. Das muss ich hier korrigieren. Also die Situation im Gehirn des Patienten. Ich bitte das zu entschuldigen hier. Da ist die glutamaterge Neurotransmission gestört, und zwar explizit die über den NMDA-Glutamatrezeptor, also einen Typ von Glutamatrezeptoren, NMDA, N-Methyl-D-Aspartat. Wenn also jetzt diese Funktion gestört ist, und wir gehen also davon aus, dass der glutamaterge Output hier reduziert ist, dann können Sie sich vorstellen, dass dieses mesokortikale dopaminerge Neuron nicht ausreichend stimuliert wird und wir bekommen hier einen Dopaminmangel, eine Reduktion der dopaminergen Neurotransmission im präfrontalen Kortex. Wenn dieses glutamaterge Neuron nicht ausreichend feuert,
dann bekommen wir hier eine Reduktion der GABA-ergen Neurotransmission. Also das wird nicht ausreichend stimuliert. Dadurch wird weniger GABA hier ausgeschüttet und dieses Neuron hier wird enthemmt. Das heißt, wir bekommen hier einen Dopaminexzess. Mit diesem Dopaminexzess hier, mit diesem zu viel an Dopamin, assoziieren wir Positivsymptome. Ja, das ist das Kernstück der Dopaminhypothese der Schizophrenie. Ja, hier haben wir zu viel Dopamin, deshalb wirken diese Substanzen gegen Positivsymptome, wenn wir hier die dopaminerge Neurotransmission blocken. Mit diesem Defizit hier im präfrontalen Kortex assoziieren wir Negativsymptome und kognitive Störungen. Ja, wir haben also die auch therapeutisch besonders schwierige Situation, dass wir im gleichen Hirn subkortikal einen dopaminergen Exzess haben und kortikal ein dopaminerges Defizit. Und das macht die Behandlung ebenso schwierig. So, und dann kommen wir hier zur Dopaminhypothese der Schizophrenie, so wie sie ursprünglich mal in den 60er Jahren, dann wenige Jahre nachdem Antipsychotika eigentlich entdeckt wurden, schon formuliert wurden. Antipsychotika antagonisieren Dopaminrezeptoren mit einer Affinität, die umgekehrt proportional zu ihrer klinisch effektiven Dosis ist. Also nochmal zurück. Hier, wenn wir hier blocken, dann reduzieren wir den Dopaminexzess und die Substanzen, die hochaffin hier blocken, von denen brauchen wir niedrige Dosen. Substanzen, die eine geringe Affinität haben, von denen brauchen wir hohe Dosen. Aber alle diese Blocker, diese D2-Antagonisten, reduzieren hier den dopaminergen Tonus und machen damit Positivsymptome besser. Und auf der anderen Seite wissen wir auch schon seit langem, Amphetamin oder auch andere Dopaminagonisten kann auch bei Gesunden eine paranoide Psychose auslösen, die von einer Schizophrenie ununterscheidbar sein kann. Also Amphetamin, Kokain zum Beispiel, also Substanzen, die starke Dopaminfreisetzer sind, oder auch den Dopamintransporter blocken, die eine starke Verstärkung der dopaminergen Neurotransmission machen, die also diesen Exzess hier noch verstärken oder auch beim Gesunden die dopaminerge Neurotransmission hier verstärken, die provozieren Positivsymptome. Also, das ist das Kernstück der Dopaminhypothese, die eben ursprünglich eigentlich nur auf Dopamin fokussiert war, weil man auch nur zunächst mal die Positivsymptome gesehen hat. Also wenn Sie Dopamin blocken, verbessern Sie Positivsymptome. Wenn Sie die dopaminerge Neurotransmission verstärken, verschlechtern Sie oder provozieren Sie Positivsymptome. Die ursprüngliche Dopaminhypothese hat eigentlich diesen Schenkel hier im aktivierenden System ganz außer Acht gelassen. Und mit zunehmender Entwicklung der Dopaminantagonisten hat man eben diese Positivsymptome in den Griff bekommen, besser verstanden und dann hat man sich zunehmend darauf fokussiert, dass eben dieses Defizit hier die besondere Herausforderung ist. Also seit etwa den 80er Jahren hat man versucht, hier anzusetzen und auch Negativsymptome zu verbessern. Das ist nochmal eine andere Darstellung dieses Schemas. Dieses hier ist die glutamatäre Pyramidenzelle, dieses große Neuron, das ist im präfrontalen Kortex. Ja? Hier steht NMDA-Hypofunktion und das zeige ich Ihnen nachher noch auch in einem Cartoon, wie Sie sich das vorstellen können, warum jetzt diese Nervenzelle hier auf dieser Zelle liegt, was es damit auf sich hat. Diese Zelle, die projiziert eben nach subkortikal. Und hier haben wir dieses GABA-erge Interneuron. Dieses GABA-erge, das rund ist Inhibition, dieses GABA-erge Interneuron hemmt dieses dopaminerge Neuron. Und damit haben wir hier einen Output, einen gesteigerten dopaminergen Output zum Striatum. Und damit assoziieren wir Positivsymptome. Und hier haben wir die direkte Verschaltung von dieser Pyramidenzelle auf dieses dopaminerge Neuron, Exzitation. Und damit assoziieren wir jetzt eben, wenn das
nicht ausreichend stimuliert wird hier. Damit assoziieren wir dann eine Verringerung dieses dopaminergen Tonus und dann steht hier oben Verringerung der dopaminergen Aktivität. Das Wichtige ist, hier steht D1 und das können Sie sich schon mal im Kopf vorhalten, weil wir eigentlich, wenn wir hier diese dopaminerge Aktivität verstärken wollen, müssen wir eigentlich hier diesen Dopaminrezeptor, diesen D1-Rezeptor stimulieren. Komme ich gleich darauf zurück. Im Kortex haben wir vor allen Dingen Dopamin-D1-Rezeptoren. Also, man könnte sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt das ideale Pharmakon entwickle, dann blocke ich hier diesen D2-Rezeptor und ich stimuliere diesen hier. Ich möchte also Negativsymptome und kognitive Störungen behandeln, indem ich hier sozusagen mehr Gas gebe, die dopaminerge Neurotransmission verstärke. Und das machen wir nicht mit D2-Agonisten, sondern eigentlich mit D1-Agonisten. Wir müssen also den D1-Rezeptor stimulieren, weil wir im Kortex vor allen Dingen D1-Rezeptoren haben. So, jetzt habe ich das hier nochmal schematisiert dargestellt. Hier haben wir die ventrale Mittelhirnhaube, die VTA. Das hier ist das mesolimbische Neuron. So, und das ist jetzt die Situation im Patientenhirn. Also das ist der Patient, so wie er ohne Medikament zu Ihnen kommt und angibt, er hört Stimmen und er fühlt sich verfolgt, Positivsymptome. Das ist dann hier ein Dopaminexzess im mesolimbischen System. Hier haben wir ein dopaminerges Defizit. Hier haben wir zu wenig Dopamin. Ja, hier sind Transmittermoleküle. Hier haben wir zu wenig Dopamin und damit assoziieren wir Negativsymptome. Was Sie hier in diesem Atlas, aus dem ich das habe, der auch in der neuen Auflage existiert, aber auch in der neuen Auflage ist es genauso dargestellt, was hier eben dargestellt ist, ist, dass wir im präfrontalen Kortex D4 und D2-Rezeptoren haben. Das Problem ist, D4-Rezeptoren gibt es da eigentlich praktisch gar nicht und D2-Rezeptoren auch in sehr niedriger Dichte. Also D2-Rezeptoren, die man hier jetzt stimulieren könnte, um Negativsymptome zu verbessern, gibt es da in sehr geringer Zahl. Der eigentliche Rezeptor im präfrontalen Kortex ist der D1-Rezeptor. Sollte man sich merken, kommen wir später darauf zurück, wenn es um Therapie geht. So, und jetzt haben wir hier das Nigrosriatalsystem, ja, beim Morbus Parkinson betroffen. Und wenn Sie dem Patienten kein Medikament geben, hat er in der Regel, auch das stimmt praktisch nicht immer. Es gibt viele Patienten, die auch ohne Medikament schon motorische Störungen haben, bei Schizophrenie. Also, aber in der idealisierten Darstellung haben die Patienten dann in der Regel eine intakte Motorik, keine groben motorischen Auffälligkeiten. Also hier haben wir eine normale Neurotransmitterkonzentration. So, und das ist jetzt eben die Herausforderung. Wir haben hier zu viel, da haben wir zu wenig und da haben wir normalen Status. Und das sollen wir jetzt so behandeln, dass der Patient möglichst seine Positivsymptome, seine Negativsymptome los wird und keine extrapyramidalen motorischen Nebenwirkungen entwickelt. Jetzt geben wir dem Patienten ein Antipsychotikum, zum Beispiel Haloperidol. Hier steht Typ für Typikum, also ein D2-Antagonist. Sie können sich auch eines dieser sogenannten atypischen Antipsychotika vorstellen. Diese Substanzen wirken alle, indem sie den D2-Rezeptor blocken, antagonisieren. So, wenn Sie jetzt diesen D2-Rezeptor antagonisieren, dann reduzieren Sie hier den Dopaminexzess und Positivsymptome werden besser. Hier passiert wenig. Zunächst mal können Sie tatsächlich im Kortex auch alle Dopamin-D2-Rezeptoren, die wenigen, die es da gibt, es gibt welche, aber die sind relativ dünn, die Dichte ist relativ niedrig, die können Sie auch blocken und wenn Sie das ausgeprägt machen, wie zum Beispiel mit einer hohen Dosis eines Antipsychotikums, dann werden im Zweifelsfall Negativsymptome sogar schlechter. Zumindest werden sie nicht besser. So, und was passiert hier? Hier, wenn Sie hier jetzt zu viel blocken, dann passiert genau das, was Sie beim Morbus Parkinson im Rahmen einer Erkrankung haben. Sie reduzieren die dopaminerge Neurotransmission so weit, dass Sie im Zweifelsfall hier extrapyramidal motorische Nebenwirkungen sehen. Wir wissen, dass das ungefähr
bei 80% D2-Antagonismus passiert. Ja, also hier, wenn Sie hier blocken, mehr als 80%, manchmal auch ein bisschen weniger, treten extrapyramidal motorische Nebenwirkungen auf. Das deckt sich interessanterweise ganz gut mit den Beobachtungen, die wir beim Mouse Parkinson gemacht haben. Ja, der Patient mit einem Mouse Parkinson wird auch erst dann symptomatisch, wenn schon 70-80% seiner Dopaminneurone in der Substantia nigra untergegangen sind. Erst dann treten Symptome auf. So, PDA, was bedeutet PDA? Das ist der partielle Dopaminagonist. Es gibt einige partielle Dopaminagonisten, auf die Details komme ich im nächsten Modul nochmal zurück. Hier nur schon mal zur grundsätzlichen Erklärung, was macht denn ein partieller Agonist? Also hier, das waren alles Antagonisten. Alles, was wir bis vor einigen Jahren, bis 2004 in der Klinik hatten, waren Antagonisten oder sogar inverse Agonisten. Inverse Agonisten heißt, die wirken eigentlich in der Praxis nicht nur als Antagonisten, das heißt, sie machen kein Signal, sondern sie machen sogar ein negatives Signal. Also man kann sich fast vorstellen, es geht über den reinen Antagonismus hinaus. Der partielle Agonist, ganz generell in der Pharmakologie, wird der partielle Agonist in einem System, wo sie zu viel an Neurotransmission haben, wie hier, da wirkt der partielle Agonist als Agonist. Ja? Also zu viel an Neurotransmission. Also die Aktivität des partiellen Agonisten hängt von der Ausgangslage des Systems ab. Zu viel Neurotransmission, da wirkt er als Antagonist, Entschuldigung. Da, wo sie zu viel haben, wirkt er als Antagonist. Und das ist genau hier. Also nochmal, Korrektur. Der partielle Agonist wirkt in einem System, wo sie zu viel an Neurotransmission haben, als Antagonist. Und dadurch werden Positivsymptome gebessert. Hier in diesem System, wo sie ein Defizit haben, da wirkt der partielle Agonist als Agonist. So, also theoretisch sollten dann hier Negativsymptome gebessert werden, weil der partielle Agonist hier als Agonist wirkt. Problem wieder, wir haben eigentlich sehr wenig D2-Rezeptoren im präfrontalen Kortex. Deshalb ist das zwar ein nettes und schönes, in der Theorie funktionierendes Prinzip, aber ein reiner D2-Partialagonist wirkt nicht grundsätzlich besser gegen Negativsymptome als ein D2-Antagonist. So, und in diesem System hier wirkt der partielle Agonist so, dass selbst wenn Sie alle Rezeptoren hier besetzen, und das ist in PET-Studien nachgewiesen worden, komme ich auch im nächsten Modul nochmal darauf zurück, selbst in einem solchen System, wo Sie also alle Rezeptoren blocken, besetzen, muss man in diesem Fall sagen, weil es findet keine hundertprozentige Blockade statt, aber es findet eine hundertprozentige Besetzung statt. Der Rezeptor kann also komplett besetzt sein durch den partiellen Agonisten. Trotzdem lässt, weil das eben ein partieller Agonist ist, der eine gewisse basale, sogenannte intrinsische Aktivität hat, lässt er noch so viel dopaminerge Neurotransmission zu, dass hier die Motorik bei den meisten Patienten intakt bleibt. Und Sie können sich das so vorstellen, der partielle Agonist, der eine intrinsische Aktivität von mindestens 20% hat, 20% bedeutet, Sie erreichen eben nicht diese 80% Blockadeschwelle. Ja, wenn Sie also alle Rezeptoren besetzen mit einem partiellen Agonisten und der partielle Agonist eine intrinsische Aktivität von mindestens 20% hat, lässt der immer noch so viel Neurotransmission durch, dass der Patient eine intakte Motorik behält. Wenn Sie einen partiellen Agonisten mit einer intrinsischen Aktivität von nur 10% hätten und der würde dann hier alle Rezeptoren besetzen, dann würde das definitiv zu extrapyramidalmotorischen Störungen führen, weil Sie dann hier zu wenig intrinsische Restaktivität hätten. Was hat das jetzt mit dem NMDA-Rezeptor auf sich? Das sollte man sich auch nochmal klar machen. Das ist auch sehr komplex. Zunächst mal, wir gehen nochmal gerade zurück in der Darstellung hierhin. Zunächst mal können Sie sich vorstellen, dass
wenn Sie sich dieses Schaubild angucken, dann könnten Sie, wenn Sie jetzt dieses komplexe System behandeln wollen, können Sie sich auf der einen Seite eine Substanz vorstellen, die eben hier einen D2-Antagonisten darstellt, hier einen D1-Agonisten. Solche Substanzen hat man tatsächlich gesucht. Die sind bis heute nicht in der Klinik angekommen. Also Kombination D2-Antagonist, D1-Agonist. Aber Sie könnten natürlich auch versuchen, hier die glutamaterielle Neurotransmission zu verbessern. Ja, in dem Moment, wo Sie dieses Defizit hier verringern und glutamaterielle Neurotransmission verbessern, können Sie natürlich sowohl Positivsymptome als auch Negativsymptome behandeln. Auch das ist ein sehr vielversprechendes klinisches Prinzip, das die Pharmaindustrie, die jetzt schon 20 Jahre testet mit verschiedenen Substanzen, leider hat bis heute keine Substanz aus verschiedenen Gründen, keine Substanz die Klinik erreicht, die tatsächlich eine solche Vorstellung realisieren würde. Man kann aber übrigens auch an diesem System hier sehen, Modellsubstanzen für Schizophrenien. Das ist zum Beispiel Ketamin, interessanterweise. Ketamin, über das wir auch schon gehört haben. Ketamin oder Esketamin, Substanzen, die eigentlich jetzt im Gespräch sind und auch zugelassen sind für die Behandlung von therapieresistenten Depressionen. Ketamin ist eigentlich eine Substanz, die als Modellsubstanz für Schizophrenien gilt. Ketamin ist nämlich ein NMDA-Rezeptor-Antagonist. Und ich sagte schon, NMDA-Rezeptor-Dysfunktion gilt als Modell für Schizophrenien. Oder wir vermuten eine solche NMDA-Rezeptor-Dysfunktion. Im Tierversuch kann man also, wenn man einem Tier oder auch einem gesunden Probanden Ketamin gibt, kann man sowohl Positivsymptome als auch Negativsymptome simulieren. Ganz interessant auch im Hinblick darauf, was passiert eigentlich bei unseren Patienten mit Depressionen, die wir mit Ketamin behandeln. So, jetzt klicke ich mich hier schnell wieder durch. Und dann kommen wir hier jetzt nochmal auf das glutamaterische System. Wir haben also hier jetzt eine glutamaterische Synapse. Und wenn man jetzt die Feuerrate hier, also das ist das präsynaptische glutamaterische Neuron, das ist das postsynaptische Neuron und interessanterweise, wenn man das hier ist der NMDA-Rezeptor, das ist ein Ionenkanal und das hier ist ein anderer Glutamat-Rezeptor, das ist der AMPA-Rezeptor. Interessanterweise weiß man, wenn man diesen Kanal blockt, zum Beispiel mit Ketamin, dann nimmt die Feuerrate hier hinten zu. Weil es ein negatives Feedback gibt, dann kommt es hier zu einer verstärkten Glutamatausschüttung und über diesen AMPA-Rezeptor nimmt die Feuerrate hier postsynaptisch zu. Und das sieht man dann hier in dieser Zellableitung. Wenn man den Rezeptor hier blockt, dann kommt es zu einer Zunahme der Glutamat-Konzentration. Also NMDA-Inhibition führt zu erhöhter Verfügbarkeit von Glutamat. Ja, Glutamat nimmt zu. Und Glutamat ist natürlich als exzitatorischer Neurotransmitter auch ein Neurotoxin. Man will das eigentlich nicht, dass zu viel Glutamat vorhanden ist und dass die Zellen hier stimuliert werden. Man kann das auch im Tiermodell zeigen, ja. MK801 ist ein typischer NMDA-Rezeptor-Antagonist, wie auch Ketamin. Und wenn Sie hier sehen, wenn Sie die Dosis steigern von MK801, das hier ist die Feuerrate von diesen Pyramidenzellen. Und Sie sehen hier, das hier sind 0,1, ich weiß gar nicht, was das hier für eine Konzentration ist, 0,1 und 0,3, das hier ist die höchste Dosis. Und Sie sehen, mit steigender Dosis von MK801 nimmt die Feuerrate dieser Neurone zu. Also Glutamat nimmt eigentlich zu mit Blockade des NMDA-Rezeptors. Und hier kann man das auch im Verhalten zeigen. Stereotypie ist auch ein Modell für Positivsymptome eigentlich. Stereotyp ist Verhalten am Nager, an der Maus oder an der Ratte. Mit steigender MK801-Konzentration nimmt das stereotype Verhalten dieser Tiere zu.
Das ist eben ein Ausdruck des Glutamat-Exzesses hier im Präfrontal, im Cortex. Das ist leider kein Farbbild, aber Sie können sich hier grob vorstellen, das hier ist Baseline und das ist eine PET-Untersuchung. Ja? Also hier ist Glukosemetabolismus gemessen worden mit PET. Das ist also Baseline, und das sind Menschen, und dann hat dieser Mensch Ketamin bekommen und dann nimmt der Glukosemetabolismus zu. Also eigentlich nimmt die Erregbarkeit des Cortex zu unter Ketamin. Jetzt sind glutamatäre Pyramidenzellen untereinander verschaltet. Ja, das ist eine glutamatäre, P steht für Pyramidenzelle. Die erregen sich gegenseitig. Ja, also die Pyramidenzelle projiziert auf diese projiziert auf diese. Und wenn Sie sich das vorstellen, wenn jetzt also hier exzitatorischer Input kommt, dann führt das zu einer ständigen Steigerung der Erregung. Und das ist natürlich nicht gut. Das würde letztendlich zur unkontrollierten Erregungsausbreitung im Cortex führen. Deshalb hat die Natur hier dieses GABA-RG-Interneuron dazwischen geschaltet. Das ist jetzt im Cortex. Und wenn also jetzt dieser exzitatorische Input hier kommt, dann wird gleichzeitig diese GABA-RG-Zelle hier erregt. Und dieses GABA-RG-Interneuron, das hemmt nun parallel hier dieses Glutamat, diese glutamatäre Nervenzelle. Und hier ebenso, dann feuert die und die erregt diese Pyramidenzelle, aber gleichzeitig hier dieses Interneuron, diese GABA-RG-Zelle. Und so kommt es zu einem schönen Gleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung. Und was jetzt hier dargestellt ist, ist die Störung dieses NMDA-Rezeptors. Das ist nämlich genau, das hier ist ein AMPA-Rezeptor. Das hier ist ein NMDA-Rezeptor. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, der ist gestört, dieser NMDA-Rezeptor, dann kommt es hier zu einer unkontrollierten Erregungsausbreitung. Das ist hier dargestellt. Also diese Zelle hier ist hypofunktionell und diese hier ist hyperfunktionell. Das heißt, hier kommt es zu einer unkontrollierten Erregungsausbreitung. Und das habe ich hier nochmal dargestellt. Das hier sind diese glutamatären Pyramidenzellen. Die grünen sind GABA-RG-Neurone. Und die hemmen dieses Neuron, dieses glutamatäre Neuron. So, das hier ist ein AMPA-Rezeptor. Also diese Erregung hier wird über den AMPA-Rezeptor vermittelt. Das hier ist ein NMDA-Rezeptor. Und jetzt ist das die Situation im gesunden Menschen. Habe ich jetzt mal simuliert. So, diese Zelle feuert, die wird erregt, aber dadurch, dass dieses GABA-RG-Neuron auch erregt wird, kommt es hier zu einer gleichmäßigen Erregungsausbreitung. Ja, so soll das sein im gesunden. Kollaterale Inhibition nennt sich das. Kollaterale Inhibition. Also über diese kollateralen GABA-RG-Interneurone kommt es zu einer Hemmung dieser Pyramidenzellen. So, das ist jetzt der Cortex des Patienten. Und jetzt stellen Sie sich vor, genau diese NMDA-Zelle, dieser NMDA-Rezeptor, der ist jetzt gestört. Das heißt, wenn mit dem ist irgendetwas, funktioniert irgendetwas nicht, dann wird dieses GABA-RG-Interneuron nicht ausreichend stimuliert. Und damit wird die kollaterale Inhibition gestört. Und jetzt zeige ich Ihnen, was da passiert. Die Erregung nimmt immer weiter zu. Und zum Schluss bekommen Sie hier ein maximal stimuliertes, eine maximal stimulierte Pyramidenzelle. Und das ist dann letztendlich das, was, womit man sich vorstellt, dass das diese unkontrollierte Erregung im Cortex, die auch dazu führt, dass Patienten Denkstörungen haben.
Ja, also nochmal zurück zu dieser Darstellung. Was hier eben jetzt in einer Nervenzelle dargestellt oder in einem Cartoon dargestellt ist, die Dysfunktion oder die beiden Rezeptoren hier in einem postsynaptischen Neuron, das spielt sich eben eigentlich in zwei Zellen ab. Diese Dysfunktion hier führt zu einer Hyperstimulation hier. Und das ist das, was ich hier simuliert. Ja, so viel erstmal zu den Grundlagen der Neurobiologie, wie hier unsere Substanzen eingreifen und wie komplex das ganze Geschehen ist und wie rudimentär eigentlich auch unsere Vorstellungen davon sind. Und das ist eigentlich, wenn wir mit einem D2-Antagonisten in dieses komplexe System eingreifen, eine sehr oberflächliche Methode ist, hier einzugreifen. Also wirklich sozusagen mit der Keule in ein extrem fein austariertes System draufgeschlagen. Und da bleibt noch viel zu tun, wenn wir das in Zukunft besser machen wollen. In diesem Sinne sage ich erstmal tschüss für heute und im nächsten Modul besprechen wir dann, wie Antipsychotika hier eingreifen und was sie da genau machen, was wir uns darüber heute vorstellen.